Aus ist der Traum vom Finale der Fußball-Europameisterschaft in Paris. Das Sommermärchen wurde gestern in Marseille bereits beendet, bevor der Sommer hierzulande richtig angefangen hat. So wird das schwarz-rot-goldene Jubelkosmos wohl erst in 2 Jahren wieder geben. Die deutsche Nationalmannschaft hat das Halbfinale gegen Frankreich mit 0:2 verloren. Gedrückte Stimmung, ja große Enttäuschung auch in den Public Viewings. Hier Bilder vom Stellwerk in Reutlingen. Das Singen der Nationalhymne. Noch herrschte gute Laune im Stellwerk. Doch dann gab es wenig zu jubeln. Gespannter Blick auf die Leinwand in einem 90-Minuten-Zitterspiel mit für die Fans wenig erfreulichem Ausgang. Chancen auf beiden Seiten gab es einige, vor allem aber für die deutsche Mannschaft. Manchen hielt es da nicht auf den Sitzen. Richtig nervenaufreibend wurde es dann aber am Ende der ersten Halbzeit. Handspiel durch Schweinsteiger, der Schiedsrichter gab Elfmeter. Und so erlebte Reutlingen den Elfmeter und den 0:1 Rückstand. Die zweite Halbzeit. In Reutlingen war es dunkler geworden. In Marseille schien das Tor der Franzosen wie vernagelt. Einen Rückstand aufholen, das schien ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann stand es 0:2. Lange Gesichter am Stellwerk. Der Abpfiff. Die Zuschauer erheben sich von den Plätzen. Einen Corso wird es diesmal nicht geben. Ein Trost bleibt den Fans. Deutschland ist immerhin noch Weltmeister. Und schon kommenden Montag startet die nächste EM, sogar im eigenen Land, die der U19-Junioren. Dann werden sogar 2 Spiele in Reutlingen ausgetragen.